Hey Leute, was geht ab bei euch und willkommen hier zu meinem ersten Euro 2016 Sticker Unboxing und heute habe ich hier gleich mal ein Blister am Start. Dort enthalten sind 80 Sticker und das Ganze kostet nur 9,95 € und ich bin schon gespannt, wie die Sticker aussehen. Klar habe ich schon Unboxings gesehen von Tilo, von Alf und so weiter, aber jetzt bin ich mal gespannt, wie die quasi in meinen Händen aussehen. Mal gucken, wie viele Stickertütchen es sind. Gucken hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Stickertütchen. Das heißt, pro Stickertüte haben wir hier 5 Sticker am Stüssel. Das eine Stickertüte kostet ja jetzt sogar 70 Cent. Das ist, ja, naja. Ich sag mal nichts dazu und ich fange einfach mal an mit dem ersten Tütchen. Ja, das die Tüte, sage ich mal, an sich sieht natürlich wieder richtig cool aus mit dem Glitzernden und so weiter. Und dann kommen wir hier zu den einzelnen Stickern. Die sehen folgendermaßen aus. Nämlich hier haben wir von Ungarn einen Spieler, Adam Lang. Da haben wir natürlich seinen Verein drauf, wann er das erste Mal in der Nationalmannschaft gespielt hat. Wahrscheinlich 2014. 1,85, 77 Kilogramm und sein Geburtsdatum. Okay, dann ein Duo-Sticker von Berisha und Hüsey, Albanien. Dann wieder ein Duo-Sticker, das Album habe ich leider noch nicht. Ich warte noch auf das Hardcover-Sticker-Album. Das fand ich ja bei der WM 2014, da gab es auch ein Hardcover-Sticker-Album. Das fand ich da sowas von geil, deswegen warte ich einfach auf dieses Album. Das ist noch nicht, beziehungsweise ich habe es noch nicht gesehen. Hier haben wir Aris Gülason und Johan Gudmundsson von Island. Und da haben wir ebenfalls den Porträtsticker von ihm, Johan Gudmundsson. Und hier haben wir einen Spieler, den man eigentlich kennen muss. Fellaini natürlich unter Vertrag bei Manchester United. Auf der 6 neben Schweini, beziehungsweise auf der 8 kann man so sagen. Fellaini, der kann eigentlich sowohl im offensiven Mittelfeld spielen, als auch im defensiven Mittelfeld, wie ich finde. Fellaini, gar kein schlechter Mann, natürlich besser aufgehoben als Sechser mit seiner Größe von 1,94 und mit seinem Lockenkopf natürlich nicht zu verwechseln mit David Luiz. Zweite Tüte. Und ich weiß nicht, ob ihr es hört, das Telefon klingelt gerade und ich gehe einfach mal locker easy nicht ran. Thomas Schubuschan und Juraj Kuka von Slowakei. Dann Andy Lila, oder was steht da? Ja, Andy Lila und Ledian Mushush Memushai, Albanien. Was sind das für eine Namen hier? Chris Ganta von Reading FC, Wales, Roberto Soriano von Italien und zu guter Letzt haben wir Amir Abrashi von Albanien. Ein Display habe ich von dieser Serie auch und das Multipack wird auch demnächst kommen, also freut euch drauf. Manuel Neuer und Matthias Ginter, das deutsche Duo hier, richtig nice. Marcelo Brozovic, Kroatien, David Edwards, Okmundur Christensen und Patrice Evra. Evra. Und da schreibt mir einer bei Skype und ich schaue einfach mal ganz kurz nach. Oh. Das war der Alf. Thomas Schubuchan von Slowakei. Dann Milik, unter Vertrag bei Ajax Amsterdam, der Pole. Jimmy Durmaz, Schwede. Alessandro Florenzi und zu guter Letzt Vlad Chirikes spielt. Hat letztes Jahr bei Tottenham gespielt in der Barclays Premier League und ist jetzt gewechselt in die Serie A. Dann haben wir hier den EM-Pokal, die untere Hälfte. Das müsste, uiuiui, sogar die Sticker Nummer 6, den Online-Code könnt ihr haben. Den brauche ich nicht, löse ich nicht ein. Mario Mandzukic, Aaron Ramsey, jetzt sind doch hier ein paar Spieler da, die man natürlich kennen muss. Igor Denisov und Alexander Kokorin und Nicolas Lomberts. Das müsste das vierte oder fünfte Tütchen sein. Luke Shaw, der Engländer, Manchester United, sein Verein Milan Baday, hat auch mal in der Bundesliga gespielt. Der Typ, ich glaube beim HSV kann das sein, ich glaube schon. Wayne Hennessey, Wales, Andrea Pirlo, die Perle des italienischen Fußballs, oioioi. Richtig geiler Mann, den muss man kennen, den muss man eigentlich sogar lieben. Seine Pässe, ja, kann man vergleichen mit Xabi Alonso, obwohl er noch viel bessere Pässe spielen kann, der Typ. Und seine Freistöße, Leute. Zucker.
Arlind Ajeti, ebenfalls Albanien. Da haben wir heute auch schon richtig viele gezogen. Weiter geht's mit Alex Oxlade-Chamberlain, Marco Leskovic, Hal Robson-Kanu, Alfred Finn Burgason und Kim Källström. Zusammen in der Nationalmannschaft natürlich mit Zlatan Ibrahimovic, beziehungsweise Karten Ibrahimovic heißt er ja, Kamil Glik und Patzdan, Polen-Duo. Dann hier einen Polen haben wir so gezogen, Sebastian Mieler, oioioi, und dann wieder ein Duo-Sticker, Julian Baumgartlinger und Christian Fuchs, Sölvi Ottersen oder irgendwie so, ui, was ist das denn, ein Ingame-Sticker, Ciaran Shaqiri, okay. Weiter geht's. Ich bin natürlich gespannt, wenn die mal einen deutschen Porträtsticker bekommen oder so. Deutschland natürlich mein Favorit, beziehungsweise ich denke aber, ja, Deutschland hat es schwierig, sagen wir es so. Natürlich ist man für Deutschland, aber für mich Frankreich, ja, der Favorit eigentlich, so gesagt. Hier, Matteo Damian und Leonardo Bonucci, okay. Die Deutschen haben Italien sowas von richtig abgezogen, letzte Woche, beziehungsweise vor 3-4 Tagen, wenn das Video kommt. Kostel Pantilimon, Shane Ferguson, Rurik Gislason und Raphael Varane. Da haben wir einen Franzosen, der in der Innenverteidigung spielen kann und ich denke mal, der ist auch gesetzt. Ansonsten hat man noch richtig viele andere, wie zum Beispiel Umtiti, Koscielny, Rami, es gibt so viel Auswahl, die da in der Innenverteidigung spielen können in Frankreich. Nemanja Nikolic. Und da haben wir einen Deutschen gleich. Guckt, Leute. Oi, Thomas Müller. Sime Risalchio. Und da haben wir Ingame-Sticker von Thomas Müller. Richtig nice. Kari Anason und Edrid Berisha. Zack, weiter geht's mit Jordan Henderson. Der Engländer, dann Dario Cirna, George Williams, Ulafur Skulason und Dragos Grigore, yeah. Ich bin schon auf das Album gespannt, Leute, Cornel Salata, Cornel Salata ist gerne Salata. Flachwitz. Matteo Kovacic, Erik Johansson, Duo-Sticker hier wieder von den Russen, Oleg Shatov und Artem Tsuba und Jauhard, der sich verletzt hat. Und deswegen musste ja im Tor, ich glaube, Butlen stehen. Und später dann auch, hier, wie heißt der andere Typ, der raufkam in der Halbzeit oder kurz vor der Halbzeit. Och, wie heißt der Typ? Der große Engländer Torhüter da, der im Freitagsspiel raufkam gegen Deutschland. Jawad war ja eh verletzt, deswegen war Butland im Tor und dann kam, ich komme jetzt nicht auf den verkackten Namen, Kevin Wimmer, Wayne Hennessey und Chris Gunter, Aaron Hux, Andrei Pjatov und Arten Tsuba. Und wie haben wir noch? Drei Tütchen, Leute, drei Tütchen, so schnell kann es gehen. Dann haben wir schon ein Blister geöffnet. Ich denke mal, ein Blister werde ich nochmal öffnen. Werde ich mir nochmal holen. Das lohnt sich ja. Ist ein bisschen billiger als die normalen Tütchen sonst. Eder, also man bekommt halt mehr für sein Geld. Graciano Pelé, Jakub Blaszczykowski, Kuba, Oskar Hiljemark, der Schwede, Vaklak Pilar und Jevjen Zeleznyov. Was für eine Namen hier teilweise bei sind, Leute. Teilweise noch nie gehört. Und er hier auch, Martin Hinteregger, der Östi, der Österreicher. Azanti Gasola und mein ersten Glitzer-Sticker hier. Republic of Ireland, Irland, natürlich hier das Logo. Und dann hier die Türken. Haben wir schon mal einen Duo-Sticker gehabt? Oder allgemein hatten wir Türkei schon mal? Ich glaube nicht. Özka Cube und Burak Yilmaz. Und dann noch Dragos Grigore. Zum zweiten Mal, den habe ich jetzt doppelt. Uiuiui. Vladimir Weiss und Adam Nemec, Slowakei Duo. Jonathan Williams und Joe Ledley, Wales Duo. Sticker Shay Given. Alexandro Florenzi auch zum zweiten Mal und Denis Glushakov. Und das war's mit dem Blister, Leute. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich hoffe, euch hat's Spaß gemacht. Hier, guck mal, die
Sticker Nummer 666, Illuminati confirmed. Dum, dum, dum. Und ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder beim weiteren Unboxing oder keine Ahnung, was kommen wird. Ich denke mal schon. Beziehungsweise ich werde auch demnächst mal so ein doppelte Kartenvideo machen. Ein paar Euro 2016 Karten werde ich euch zeigen, die ihr mir abtauschen könnt oder so. Muss ich mal schauen, was ich da so mache. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder. Haut da rein. Möp.